Hallo und herzlich willkommen auch auf YouTube. Wir sind mitten im Stream bei Terraria. Es haben sich einige gewünscht auf YouTube und ich bin dem Wunsch nachgekommen tatsächlich. Gerade weil wir 8 Tage vor dem neuen Patch sind, von dem der ja noch ziemlich viel versprechen wird. Und ja, der Chat ist auch wieder gut dabei. Wir haben eben nur 45 Minuten gebraucht, um das Spiel zu starten. Tatsächlich lag es an der Firewall. Ich würde mal sagen, ich create hier gleich mal jemanden. Nein. Sonst bin ich Sonic the Hedgehog. Wobei, eigentlich wäre das lustig. Sieht keiner. Sonic ist ja, glaube ich, auch blau. Der kleine Theophil, der hat Idel. Sonic hat aber, nee, Moment, der hat doch weißes, nee, der hat so ein normalfarbenes Gesicht, gell? Moment. Der hat ja ein normalfarbiges Gesicht. Wobei seine Arme sind wieder. Ach Mist, schade. Alles klar. Was ist das denn? Lassen beim Sterben Geld zurück. Sterben Beute zurück. Ha, oh, krass, ja. Wir machen Medium. Medium ist gut. Achso, und die Kleidung vielleicht noch. Ah, die können wir blau machen wieder. Was, der kennt hier von der Roulette ist nun auch deutsch. Ich habe im falschen Dashboard gearbeitet. Ja, das ist jetzt nichts Neues, dass der Twin wieder im falschen Dashboard arbeitet. Deswegen wohnt er ja auch im Keller mit dir zusammen, Shatrix. Das mal, oh. Wobei das davor. Das ist perfekt. So, wir haben Sonic jetzt fertig. Warte mal, das Unterhemd kann man ja noch richtig schön blau machen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Sonic. Ich würde sagen, erstellen. Und wir nennen ihn auch Sonic. Nice. Dann starten wir mal. Medium Core, neu. Wir lassen uns mal überraschen, was passiert. Welt auswählen. Machen wir mal eine große Welt. Normale. Wie nennen wir denn den Namen? Jetzt sag bloß nicht Terra. Ja, Shatrix, gleich natürlich hier Sonderwünsche haben. Aria. Soll ich nicht das Terra davor schreiben? Oder soll ich einfach nur Ra hinschreiben? Dann klingt's wie ein Gott. I just seen. Nehmen wir Aria, komm. Urbi. Oder Urbi et. Nein. Nennen wir es Urbi. Okay, nennen wir es Urbi. Sind wir ja echt lateinisch unterwegs mal wieder. Ich muss mir gerade was zu trinken einschenken, weil sonst ist wieder alles falsch. Shatrix, du bist nicht sehr künstlerisch unterwegs. Okay. Und du musst dafür auch gar nicht weinen. So ist für mich angenehmer, weil ich liege halb auf dem Stuhl. Granit wird wachsen gelassen. Bäume werden behauen. Win. Erst wenn sie verdunsten, du darfst sie versuchen einzufangen, die Tropfen, die an der Wand hängen, weil du verdurstest. Was? Er ist halt im Modkeller, ich kann auch nichts für. Oder du kannst den Shatrix ablecken, wenn er schwitzt.
Was? Ja, nein, lass das. Lass den Shadrax in Ruhe. Ja, was denn, Shadrax? Ich dachte, du magst das. Ja, gut, für den neuen Server machen wir dann einen neuen Server. Wir machen ja jetzt einfach mal, um reinzukommen. Okay, ach du Scheiße. Ich habe ein Schwert. Die Musik ist toll. Werden wir irgendwann durchdrehen? Daniel, wer ist das? Warte mal. Ey, Daniel. Brudi. Es heißt, es gibt jemanden, der dir erklärt, wie man in diesem Land überlebt. Oh, Moment. Das bin ja ich. Okay. Legen Sie hier Ihr Material hin. Hä? Warte mal. Ah, das ist die Karte. Okay. I understand. Das ist das Menü. I understand. Und das ist meine Holz. Achso, okay, gut. Oh Gott, ich muss mich echt wieder dran gewöhnen. Okay, Holz kann hier platziert werden. Ah, er beschießt was. Ich muss mich erst nochmal zurechtfinden. Ich hab doch alles. Ich hab Holzklappe, ich hab Holz. Ach, du blödes Ding, Alter. Fängt ja gut an. Ja, gut, dann werde ich halt den Charakter auch nochmal neu erstellen. Das passt schon. Okay, so, erstmal müssen die weg. Das Baumenü wird mir jetzt gerade noch nicht so hundertprozentig klar. Ich weiß auch nicht, das hat sich aber echt geändert, kann das sein? So einfach geht das. Oh, diese Musik. Ich krieg jetzt schon Anfall. Ich glaube, wir werden normale Musik nehmen müssen. Ich frage von Freunden. Irgendwie ist das arschklein, ne? Gibt's hier irgendwie ein Menü? Erstmal kümmern wir uns um den da. Einstellung. Oh, Zoom. So. Und vielleicht skalieren wir auch noch die UI. Oh, gleich viel angenehmer. Heidi Witzka. Ich hab schon gedacht, ich krieg einen Föhn. Du musst dich ducken, wenn du drehst. Was? Dann drehst du dich. Du kannst Highspeed-Ringe sammeln. Ja, Mann. Ich geb mir jetzt echt den Sonic. Glaubt man das, dass ich jetzt so lange kein Terraria mehr gezockt habe, dass ich nichts mehr weiß? Wobei, man muss sagen, ich hab's auf der PS4 gespielt. Vielleicht ist das mein Fehler gewesen. Ich habe Kupfer gefunden. Das ist sehr schön. Okay, das kriege ich noch hin. Jetzt ist die Frage, wie stellt man nochmal Böden her? Ah, schade, er kann sich nicht drehen. Schade, dass es nicht so ein Sonic-Add-on gibt. Das würde jetzt gerade sehr gut passen. Daniel hilft mir. Na, ich weiß nicht, ob Daniel das kann. Hey, Daniel. Zeig Grüße, ne? Gibt es etwas, was du... herstellen. Lege hier ein Material rein. Okay. Na, das kann ich. Ah, okay, okay, alles klar. Ein gefrorenes Lagerfeuer. Dafür muss ich eine Fackel herstellen. Eine Fackel kostet Glibber. Ich werde angegriffen. Ich hasse die Viecher. Oh Gott. Ich glaube, ich werde nicht lange leben, wenn ich so weitermache. Okay. Ah, jetzt kommen die ganzen Rezepte endlich. Okay, 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 okay. Ich würde mir erstmal einen Brustpanzer machen. Wo? Ah, okay, da. Ich würde mir auch vielleicht Schuhe herstellen. Ist das der Mülleimer? Hat er das einfach in den Mülleimer reingeworfen? Es ist so
kontraintuitiv. Okay, wir müssen weiter abbauen. Nur wenn du ein Eisdämon bist, hilft dir das. Okay. Meine Güte, muss man sich erst an alles gewöhnen. Aber das Spiel, ich hab's in Erinnerung, macht echt Spaß. Es ist halt so ein bisschen wie, wie heißt denn das Spiel, Starbound. Ist aber nicht der gleiche Entwickler. Ja, ich weiß, ein Haus wäre nicht schlecht. Das wollte ich eigentlich auch bauen. Deswegen habe ich geguckt, wie ich Böden bauen kann. Aber ich habe einen Schmetterling gehauen. Ist das noch okay? Ich habe es nochmal gehauen. Ist das okay? Ja, es ist so süß. Töte es. Ey, Bean, ich grüße dich herzlich. Na du? Oh, ich krieg das nicht. Egal. Dann halt nicht mit mir. Ein was? Ein Eichhorn? Ich drücke noch immer den falschen Knopf. Okay, wir haben eine Werkbank. Das ist schon mal schön zu wissen. Ich mache mal ein paar Fackeln schon mal. Ich kann das Holz ja hier reinlegen, ne? Okay. Hä? Ah. Nee, hä? Eben ging das doch. Hä? Bin ich irgendwie deppert? Ja, genau. Holz kann hier platziert werden. Aber Holz möchte sich nicht platzieren. Was mache ich denn falsch? Ah, wahrscheinlich fehlen mir die Holzklappen. Ich kann ja welche herstellen, wie ich gesehen habe. Und jetzt kommt noch ein Vieh hier an. Irgendwie checke ich noch nicht das Baumenü. Moment. Ich platziere mal das, was ich nicht so dringend brauche, hier unten erstmal. Okay, und daraus kann ich irgendwas anderes herstellen. Fehlt mir irgendwas? Ein Häschen! Nein! Ich muss mich benehmen. Ich töte es sonst. Das Häschen ist mir in die Spitzhacke gelaufen. Dafür kann ich doch nichts. Kopf des Häschens, Alter. Was? Kill mal. Das arme Häschen. Ja, jetzt auf einmal ist es arm. Wenn ich es nicht töte, dann heißt es, töte das Häschen. Guck, ich habe einen Drecksblock. Was? Na, jetzt baue ich zu tief ab. Töte alles. Ja, gut. Ich krieg das gemanagt. Jetzt baut er natürlich höher. Was mir so ein bisschen wie bei Dings fehlt, wie bei, okay, warte mal. Jetzt muss ich erstmal versuchen, dieses doofe Menü hier zu verstehen. Kann man dann hier weitergehen oder so? Kann das sein? So, jetzt habe ich wieder eine Holzklappe hergestellt. Geh mal wandern, Bruder. Warte mal. So. Daniel, warte mal. Hey, Bruder. Ja, lege ich hier Material rein. Jetzt geht's wieder. Komisch. Es ist interessant. Und jetzt kann ich hier suchen. Stopp. Eine Truhe. Ja, gut. Eine Falltür. Also ich kann's nur bei Daniel machen jetzt? Sag mal, willst du mich veräppeln? Ja toll, jetzt hänge ich hier unten fest. Machen wir den Minecraft-Stift, geht das? Vielleicht erstmal auf den Hammer klicken. I'll try it. Alter. Okay, erstmal auf den Hammer klicken. Wieder falscher Knopf. Nö. Ich kann das einfügen. Ich kann die Rezepte nur beim Daniel machen. Jetzt kommen natürlich Gegner.
Und ich würde es gerne jetzt fertigstellen hier. Verzieh dich. Bei ihm kann ich alles herstellen. Vielleicht kann ja mir der gelernte Shadrix mal helfen. Das ist die Werkbank. Guck, das ist doch die Werkbank. Die habe ich jetzt doppelt. Ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Ich kann doch hier dann irgendwas craften, oder? Oder muss ich mich... Ich muss mich nur in der Nähe befinden. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Jetzt wird's langsam. Ich muss ein paar Holzwände machen, das ist mir bewusst. Kann ich schon Böden machen? Okay, also das ist jetzt verstehe ich den Sinn. Jetzt wird's intuitiver. Holztisch, Holztür. Zwei Türen. Ich glaube, das wird hier nur mit Holzwand, ne? Gelegt. Das ist 8. Ne, das sind ja nur Wände. Kann man die irgendwie davor legen? Nee, ne? Okay, das kann ich. Schau gerade nebenbei ESC, alles klar. Ich weiß, dass nachts nämlich sehr gefährlich werden kann. Wie im echten Leben. Oder kann ich das einfach so platzieren? Okay, da schießt was. Jetzt kommen natürlich schon diese Äuglein. Hilfe! Hilfe! Ich hau einfach die ganze Zeit drauf, bis es weg ist. Oder ich weg bin. Ich hau eigentlich scheiße. Oh oh. Ja, ich glaube, das war noch nicht so smart. Das habe ich mir nämlich gedacht. Oh Mann! Dieses blöde Baummenü, das ist so... Ich muss echt zugeben, dieses Baummenü ist so... Alles andere als intuitiv. Warte mal. Geht das so? Nein, das ist das. Das sind keine Holzwände. Zum Glück ist Daniel da für die erste Nacht. Ich glaube, ich muss eine Dreckhöhle oder sowas machen. Oder ich baue das hier. Puh, Glück gehabt. Da. Der arme Daniel. Ja, der muss halt kämpfen für mich. Kämpfe für mich. Schon wieder tot. Ach Mensch. Dieses Spiel. Kann es nicht irgendwie erstmal Tag bleiben, bis man das erste Haus hat oder so? Ist ja nämlich ganz geil. So, jetzt habe ich hier eine Holzwand. Okay. Wie ist denn das? Nee, das kann ich nicht davor platzieren. Nicht wie bei anderen Spielen. Aha. Jetzt wird ein Schuh draus. Und das kann so nicht abgebaut werden. Okay. Alter Schwede. Ich hab's auch gelesen. Ich wurde brutal seziert. Liebevoll. Oder so. Okay, da hinten sind Monster. Okay, das ist ein bisschen niedrig. Sei es jetzt drum. Ich würde nämlich gerne das hier platzieren. Okay, der springt drüber. Ist vollkommen okay. 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 Lass mich raten, der macht die Tür kaputt. Das ist der böse Onkel, den keiner so wirklich mag. Okay.
Okay, also langsam, langsam komme ich jetzt dahinter. Und ja, ich wurde sehr brutal seziert. So, Daniel, du kannst schon draußen bleiben. Ciao, Bruder. Okay. Eine Sache, ich mach die Musik hier aus. Ich drehe nämlich gerade durch. Ah ne, der Sound ist okay, die Musik. Oh, ich drehe bei dieser Musik durch, Entschuldigung. Ich mach mal leise Hintergrundmusik, so. Die passt mir nämlich gerade etwas besser in den Kram. Okay, was können wir denn jetzt machen? Tische, Spruchschilder, was ist denn? Das ist die Werkbank, wir können uns ein Holzschwert machen, ein Holzhammer. Und, okay, wir können uns noch Kupfer herstellen, okay. Wir bräuchten wahrscheinlich als nächsten Schritt Stein. Und kann man sich ein Bett machen? Schon. Ich glaube, man könnte sich eigentlich auch auf dem Holztisch schlafen legen. Wahlweise. Da kommt ein böses Häschen. Weitere Herausforderungen gibt's nicht. Ein Bett für Daniel und dich. Nicht alleine. Nicht, was? Das war, nein, 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 bitte nicht zitieren, nein. Scheiße. Ich meine für, ja, toll, danke. Immer werde ich in sowas reingeritten. Oh, da kommt was Röchelndes auf mich zu. Ich glaube, er liebt mich. Mach die Tür auf. Daniel, du kannst... Alter, was hat er mit dem Kaninchen gemacht? Daniel, du könntest dich als wahrer Krieger jetzt beweisen. Daniel? Danke, Daniel. Oh nein, es kommt was geflogen. Und das sind irgendwelche spruchreifen Stars. Hallo? Macht mal jemand die Tür zu? So dezent? Jetzt. Spürt man, dass ich Terraria das erste Mal... Du hast ein doppeldeutiges Gut. Hä? Doppeldeutiges Gut? Was meinst du damit? Ich bin nie doppeldeutig. Ich habe da hinten einen Stern. Eine Sternschnuppe. Daniel, du kannst gerne draußen bleiben. Viel Spaß, ciao. Daniel, mach die Tür zu. Daniel? Bist du irgendwie doof? Na gut, ich frage den Falschen. Ich werde gleich die Tür aufnehmen müssen. Ah, ah. Es kommt nicht rein. Natürlich. Na, sowas? Meinst du sowas? Okay. Daniel, hörst du? Oh. Daniel macht mich verrückt. Ich gehe raus, ich gehe rein, ich gehe raus, ich gehe rein. Ich bin Patrick. Ungefähr der Typ. Ist dieser Typ. Spieler. Typ. Ach so. Meinst du den da? Daniel? Daniel? Kannst du aufhören, immer wieder rein und raus zu gehen? Was? Du weißt, dass es dunkel ist? Nö. Ich sehe nichts. Das. Du weißt, dass es dunkel draußen ist? Nee, ich sehe nichts. Okay, Bruder muss los. Nein, nicht schon wieder da rein. Rechtsklick kann es anziehen. Alter, ich bin so lost gerade. Ich habe eine Holzrüstung und ich werde sie benutzen. Warum verbrennen die nicht? Das liegt daran, dass es dunkel ist. Wenn du Licht machen würdest, würdest du sehen, dass es... Dann wäre es aber nicht mehr dunkel. Es wird gerade hell. Daniel! Der Daniel, Alter, der hat aber auch Angewohnheiten. Ich krieg den Kreis, ich hau den gleich zu Brei. So. Ein Holzhelm wäre vielleicht was Geiles. Dann habe ich nämlich
ziemlich vieles. Alter, der Daniel, ich glaube, der mag die Tür, oder? Eine Truhe. Kann ich die nur nicht hier machen? Ich muss sie bei Daniel machen, ne? Daniel, hör mal zu, Bruder. Ich muss was bei dir herstellen. Ja, bei ihm kann ich nämlich auch das Lagerfeuer machen, ich verstehe. Daniel, du bist ein bisschen schneller. Okay, ich brauche dafür Wolle. Ich kann ein Piano machen. Eine Truhe? Ein Wassereimer. Ich brauche... Bleib draußen. Okay, also das heißt, wir müssen... Ah, ich kann ein Kupfer... Also ich habe Kupfer... ja. Okay. Was brauche ich nicht? Das brauche ich nicht. Ich brauche vieles nicht. Ich würde gerne Bäume pflanzen. Das brauche ich nicht. Ich bräuchte vielleicht eine Fackel. Das wäre das höchste meiner Gefühle. Und jetzt können wir eine Runde laufen. Bis ich verfolgt werde. Aua. Ich bin stark. Mein Körper wurde verstümmelt. Das Äußere spiegelt nun dein Inneres wieder. Ich bin aus Holz. Sonic ist aus Holz, nicht ich. Ja, eine Fackel und eine Holzrüstung. Soll ich etwa mehr mitnehmen, mein Lieber? Ich pflanze jetzt hier erstmal ganz viele Bäumchen. Und ich brauche sehr viel Stein. Das ist so mein Gefühl. Und da vorne ist, glaube ich, Kupfer, ne? Kann es sein, dass ich... Wie lerne ich denn neue Rezepte, wenn ich überhaupt... Oder nee, ich brauche hier wahrscheinlich dementsprechend irgendwas. Oh nein. Der Kampf. Dramatischer als Witcher. Okay, ich habe Zinnerz gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Übers Internet lernt man. Nur übers Internet lernt man was? Also Schule ist auch jetzt so egal, oder so, wie ist das jetzt? Man kann ja alles googeln. Hier unten ist noch was. Oh, was habe ich denn hier? 10 Kupfer. Alter, wie geil. Diese Viecher da oben, kann das sein, dass das... Du kannst eine Schule bauen, aber ein Computer ist einfach herzustellen. Du hast vollkommen recht, ich sollte meine Lernmethoden überdenken und ab heute nur noch Computer herstellen. Deswegen macht das Microsoft so intelligent. I understand. Kann ich hier irgendwas abbauen, was irgendwie sinnvoll wäre? Ich baue mich mal gerade hier hoch. Lehm. Lehm ist immer ganz gut. Verfolgt mich Daniel? Nein, Daniel kämpft. Daniel ist mutig. Daniel, kannst du den mal beschießen? Danke, ciao. Oh, war ja klar. Windows stellt dauernd nur Fenster für Rechner her. Das ist nicht so intelligent, ja, klar. Sag das mal dem Bill Gates, ja? Aber der will doch eh die Welt übernehmen. Das ist so verrückt, was die Leute alles sagen. Da kann man echt durchdrehen. So, ich säge mal an dem Ast, auf dem ich sitze. Also, Dwin, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, er hat Windows erfunden. Dwin, jetzt wo ich gerade die Musik höre. Ein Spiel habe ich noch immer nicht durchgespielt. Ich wollte das eigentlich auch auf die Liste setzen. Meinst du, das geht? Ich habe auch alle DLCs. Hi. Wie baut man nochmal den Hintergrund ab? Das ist dessen Musik du gerade hörst. Witcher 3. Ich schäme mich dafür.
dass ich es noch immer nicht durchgespielt habe. Shatrix, du hast anscheinend die Musik nicht an, deswegen wüsstest du es. Schäm dich. Was bist du nur für ein Mod? Ah, ich finde hier was Schönes. Das ist Eisenerz. Ja, so, ich überlege mir, ich weiß nicht, ob ich Witcher 1 durchspiele. Oder schreibe einfach Witcher rein. Komm, wir fangen mit dem ersten an. Ist doch auch geil. Das ist, ich muss zugeben, man nimmt ja die Spielstände eh mit, also passt das auch. Schreib Witcher einfach auf. Ja, wir nehmen alle drei, komm. Wir ballern alle drei raus. Ich freue mich auf Witcher übrigens. Sehr, sehr, sehr. Also, ich kenne 1 und 2 kenne ich halt schon, aber der dritte, den kenne ich nicht. Shame on me. Shatrix, wie baut man den Hintergrund ab? Also den, wenn Steine dahinter liegen, hier, also sowas hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das geht. Hammer, okay, danke. Alpha, Beta, Gamma, das ist voll der Hammer. Was? Danke. Hat es nicht gehört. Der Counter steigt nicht. Ah. Sehr schön. Twin steigert den Counter nicht. Ich habe mir überlegt und... Oh nein. Oh nein! Shatrix! Nein! Der hat den Mass-Counter höher gestellt. Shatrix, warum? Okay, gut. Du bist ein guter Mod. Was? Ich bin schon da, aber ich muss ja nicht alles allein machen. Das ist auch wieder wahr. Dwin, was hältst du denn davon, wenn wir noch einen zweiten Tag mit reinnehmen? Leichenschein, schöner Name. Weil es gibt so einige Spiele, die ich echt gerne noch spielen würde. Und ich habe echt Spaß gerade gefunden an den, an der Tatsache, dass wir hier, Eisenbarren, den hätte ich gerne. Dass wir hier diese Story-Spiele machen. Ein Holzhammer. Stopp! Stop! Have a time! Ja. Ah, jetzt läuft's. Aber ich bekomme nichts davon zurück, ne? Das ist der Nachteil. Alles klar. Okay. Ich kann wahrscheinlich jetzt eine Eisenspitzhacke bauen, oder? Da oben ist noch was. Ich müsste den neu machen. Willst du Witcher nicht aufheben bis zum nächsten Poll? Dann machen wir bis zum nächsten Poll. Behalten wir uns das bei. Alles gut. Das macht dann mehr Sinn, wenn du das sagst. Ich würde gerne eine Schmiede bauen. Ich kann hier keine Schmiede bauen. Genau, dann machen wir das so. Finde ich eine gute Lösung. Ich bin immer dankbar für deine Hilfe, Dwin. Sehr schön. Und Dwin, was hältst du von der Idee mit dem zweiten Storytag? Weil irgendwie manchmal... Also, ich muss zugeben, ich finde die Tage geil, wo wir Story-Spiele spielen. Die gefallen mir extremst. Alter, komm schon. Hm.
Mit juckt die Nase. Bioshock. Geht das so? Also gibst du dann einfach Bioshock ein und dann läuft das? Ja, so ein Storytag, vielleicht jetzt diesmal nicht so lang, aber... Aber so einen Tag würde ich vielleicht noch reinschieben können. Also einen alternativen Tag. Oh nee, komm. Ist das jetzt echt so ein Scheißding? Oh krass, da will jemand Gothic sehen, geil. Alter, mit Gothic, das wird so geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe mich lange nicht getraut, das aufzunehmen. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter spazieren. Deine Stimme wurde gezählt. Es haben nur zwei Personen. Nun, ich hab eben gelesen, nur. Dann mir so, Dwin, du wirst ja aber, also, du machst aber den Leuten Vorwürfe. Juhu, ich hab's geschafft. Rückruftrank, das ist schon mal geil. Soweit ich weiß, kann man sich damit zurückzaubern. Dwin, was hast du denn abgestimmt? Wenn ich fragen darf. Ich muss ja meinen Mod manchmal kontrollieren. Ja, kein Problem, kein Problem. Guten Abo, guten Abo. Nein, ich springe nicht. Warum springe ich nicht? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ja genau, der Rest wird auch gespielt, aber es ist cool zu wissen, was die Leute wählen. Also das ist ja das Interessante dran für mich. Also Bioshock ist wahrscheinlich dann das nächste Story-Game. Also natürlich angefangen wieder von 1. So wie ich es immer mache. Es sei denn, siehst du, Kevin, du musst einfach dafür werben, ja, dass noch mehr Leute kommen. Ach, ich kann das hier noch nicht abbauen. Ja, natürlich, Metro, bis wir erstmal Metro durchhaben, ist ewig. Ja, wobei eigentlich gar nicht immer so sehr mehr, habe ich das Gefühl. Hier ist was. Habe ich Lehm? Ja. Ich würde gerne Erdblöcke nehmen. Da. Den Drecksblock nehmen wir jetzt. Oh nein. Okay. Hä? Warum liegt das jetzt da hin? Ich würde es gerne da haben. Eigentlich würde ich es gerne hier haben. Ach, da geht's halt nicht. Mhm. Okay, das Ding ist mir hier noch immer ein bisschen suspekt. Nein, ich will das ja nicht zubauen. Okay, das ist Zinnerz. Jo, 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 bis gleich drin. Wie komme ich denn bei sowas am besten hoch? So. Ist ja voll der Drecksblock wieder. Ah, es wird langsam. Okay. Puh. Nicht mal so einfach. Oh nein, da kommt was geflogen. Ah, warte, der Hammer macht mehr Schaden. Na gut. Alpha, Beta, Gamma, das ist voll der Hammer. So. Jetzt kann ich das hier auch zumachen. Nein, nicht das zumachen, danke. Das hat nicht so ganz geklappt.
Ah, wahrscheinlich wegen dem Ding da oben, ne? Jetzt. Oh, endlich. Alter, das ist gar nicht mal so einfach. Ich hätte gerne eine Bohrmaschine oder sowas. Lass mich raten, das gibt's später auch noch. Oh, hier ist eine Truhe. Ein Blashorn, ein Wurfstern, ein Rückruftrank, eine Fockel. Kann ich das Mod nehmen? Geil. Sowas mag ich. Ich guck gerade mal, ob hier hinten irgendwas ist. Okay, ich... Ach shit, wir haben Nacht, ha? Ich sollte mal gehen. Hab's gar nicht bedacht gerade. Okay. Shit. Das sind anscheinend Rapper. Warum ich auch mal sage, das sind Rapper. Ah, huh. Und abhauen. So ein paar Sachen haben wir. Wir haben sogar eine Truhe gefunden. Ups. Fall doch runter, ja. Sehr geil. Eieiei. Schüttelt's gerade mal durch. Ich würde aber gleich nochmal ganz kurz eine Pinkelpause machen. Ja, ich komme hoch. Oh, Daniel. Daniel, du wirst sterben, Daniel. Okay. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Bis gleich. So. Dieser Besuch vor der Tür. Das ist nicht mein Besuch. Ah, es gibt so Seile. Stimmt, Alter, es gibt so viele krasse Sachen hier. Die röcheln uns jetzt natürlich erstmal ziemlich schön ins Ohr. Wir können einen Zimbarren machen. Wie macht man hier einen Ofen? Ja, wahrscheinlich ein Amboss braucht noch ein bisschen, ne? Daniel weiß ich nicht. Der ist irgendwo, wo ich ihn jetzt nicht sehe. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht kommt Daniel ja nochmal. Eisen für einen Amboss. Okay, danke. Ich kenne mich leider, wie gesagt, noch nicht so gut aus. Schon ein bisschen scharf auf uns, kann das sein? Dann kommt sein Klon. Daniel 2. So. Schade, dass ich den nicht so treffen kann. Das wäre dann schon so eine Phalanx-mäßig. Ich probiere das mal. Kommt her. Aua. Ich versuch's ja nur. Daniel. Daniel, du könntest mir helfen. Oh Gott, du kannst mir echt gut helfen sogar. Daniel, renn nicht zu mir. Ah, sehr schön. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh, wir könnten sie besiegen. Naja. Also ich weiß, dass es eine Menge Zeug gibt, das ich bekomme, wenn ich die besiege. Aua. Also zumindest lassen die eine Menge droppen. Aber ich bin fast tot. Das ist das Uncoole. Oh nein, da kommt ja noch einer. Aua. Und tot. Habe ich mir schon gedacht. Eine Waffe. Was für eine Waffe. So, Supersonic kommt. Ah, scheiße. Ich
Ja, natürlich, natürlich. Danach kommt direkt Metro Exodus. Das wird in Folge sofort gespielt. Oh nein. Können wir sagen, dass das eine dumme Idee war? Vielleicht schaffen wir es. Ja. Also, wie gesagt, ja. Ah, Waffen können Zombies droppen. Hä, Waffen können Zombies droppen? Zombies können Waffen droppen, meinst du? Ah, Seile hier. Genau, also wie gesagt, es war schon so gedacht, dass nach Metro Last Light der nächste Teil kommt. Ah. Ich könnte mir mal einen Bogen basteln irgendwann, hä? Das wäre gerne mal so dumm. Es wird jetzt eh hell. Ich nehme mir mal ein bisschen Holz. Und ich muss zugeben, ich freue mich dann auch schon auf Metro. Auf den neuen. Deswegen überlege ich gerade, ob wir nicht noch einen Teil quasi dazwischen schieben. Ach, ich habe keine Pfeile dabei. Also noch ein Tag, wo wir dann nochmal streamen. Weil ich schon irgendwie Spaß dran habe. An den Story Games. Wo wir nochmal explizit Story Games machen. Ist das hier Eisen? Nö. Ist nix. Weil so. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Ach, guck mal, da hinten waren wir. Okay, das ist gut. Da sind wir auf der richtigen Seite. Weil, wie gesagt, dann können wir auch sowas wie. Also erstmal ist generell, habe ich Spaß dran. Das ist so mitunter eines der wichtigen Sachen. Und ich sehe halt auch darin, dass es auch Leute gibt, die das interessiert. Und deswegen überlege ich dann halt auch einen zweiten Tag reinzupacken. Und ich denke, davon habe ich. Also, ich habe am Ende des Tages mehr davon, wenn ich streame und Sachen streame, die mir auch Spaß machen. Zum Beispiel, jetzt haben wir so einen Tag, wo wir so ein bisschen bauen und ne, ein bisschen quatschen können und ihr könnt eure Fragen stellen, was wir noch spielen und ne. Und wir können hier ein bisschen schnacken über Gott und die Welt und weiß der Geier. Ne? Und das ist halt so der Vorteil, den wir hier haben. Den Tag würde ich dementsprechend aber auch beibehalten wollen. Aber es heißt ja nicht, dass ich noch einen Tag wie einen Montag dazwischen schieben kann, wo wir vielleicht nicht so lange streamen, aber dafür halt wieder ein Storygame haben. Weil ich bin auch jemand, der super gerne Storygames spielt. Und ich habe gemerkt, und das ist vielleicht auch etwas, was für mich neu ist, wenn man Storygames im Stream spielt, hat man sehr viel davon. Es ist ein bisschen anders, das ist keine Frage. Es fühlt sich ein bisschen anders an als ein Let's Play. Aber es ist spannend. Das ist mir schon bei Subnautica damals aufgefallen. Also es macht Spaß. Und das ist so, wenn man Leute hat, mit denen man über dieses Spiel spielen kann. Manchmal wird dann einem geholfen, ne? Und manchmal braucht man die Hilfe auch. Manchmal sind Hinweise, die ich so nicht gefunden hätte. Ne? Also so Tipps für Sachen, die ich so nicht gefunden hätte. Und all das macht das Spiel halt, das macht's halt cool, das ganze Spiel. Ist dann halt nochmal was anderes. Und ich mag euch einfach hier. Also ich mag alle Leute auf YouTube und ich mag alle Leute auf Twitch. Und hier ist es halt so, man hat direkten Kontakt. Es ist halt einfach was anderes. Es ist ein anderes Gefühl. Weil ich weiß nicht, jeder hat die Zeit, sich on-demand das anzugucken. Und vielleicht ist auch für einige der Reiz gar nicht da. Das ist mir nämlich auch vor kurzem aufgefallen, dass der Reiz für einige mehr dann eben in Streams liegt. Ich wüsste jetzt nicht warum. Müsste man mal so eine kleine Umfrage machen. Oder so ein kleines Interview mit so ein paar Leuten. Ne? Aber das ist halt so der Punkt. Warum schauen sich Leute lieber Streams an? Was ich toll finde, wie gesagt. Und
meiner bescheidenen Meinung nach. Ich habe nicht gedacht, dass das so gut geht. Und dass so viel Interesse da ist. Oh. Okay. Ich habe immer gedacht, so, ja, komm. Vielleicht wollen ein paar Leute das mal ab und zu sehen oder so, aber. Ja. Und jetzt merke ich, die Leute haben Bock. Ah, hier ist was. Was ist das? Ah, eine Vogelstatue nur. Nur. Eine Vogelstatue. Ja, deswegen, also das ist so meine Erkenntnis. Und meine Erkenntnis ist durchaus sehr positiv. Ja, ne? An Streams finde ich besser, dass es live ist. So eine ganz simple Antwort eigentlich, ne? Ich würde halt fragen, was genau? Also, macht dir das Spaß, mit mir zu reden oder mit dem Streamer zu reden? Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, weil wir da einen Nenner haben. Es regnet draußen, okay. Also macht das dir Spaß oder macht es dir Spaß? Keine Ahnung. Dass du einfach mit etwas, also interagieren kannst. Im Fernsehen läuft nichts, okay. Okay. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, das zu erklären. Ich lasse das Wasser gerade hier mal ab. Vielleicht finden wir ja noch was. Nur weil jetzt würde ich zum Beispiel einige der Spieler auch... Außer jetzt. Ja, finde besser, wenn man interagieren und vielleicht helfen kann im Spiel. Das ist cool. Das finde ich nice. Also wenn das so ist, dann ist es für mich dann eigentlich klar, was ich lieber machen will. Weil ich will ja auch, also ob Let's Play oder, also Let's Play ist immer was anderes so ein bisschen, ne? Das ist, hat eine andere Stimmung und so, ne? Ist keine Frage. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind, für mich als Streamer dann macht es nicht unbedingt den Unterschied. Weil letztendlich ist es so, ich mache eigentlich in erster Linie fast das Gleiche. Fast. Ich habe weniger Möglichkeiten. Ja, also ich habe... Hat er jetzt echt einen Regenschirm auf? Okay, geil. Der hat einen Regenschirm auf. Mein Held. Also, warte mal, so. Weil ich lade ja auch letztendlich alles ein bisschen hoch. Gut, ich habe halt keine Pausen dazwischen. Das ändert es schon ein bisschen, ne? Das macht es für mich dann nochmal anders. Aber letztendlich wird geguckt und... Das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Und man kann sich ja das am Ende dann immer nochmal nachschauen. Ja, okay, gut. Ja, ich würde auch gerne Eurovision gucken, aber... Ich finde eine Sache schade. Es gab ja eigentlich den... Also eigentlich hätte der Eurovision ja stattgefunden. Und einer meiner Lieblings... meiner Lieblings-YouTuber-Bands wäre aufgetreten. Eine russische Truppe. Die ich wirklich echt gerne mag. Und jetzt, wo er natürlich nicht stattfindet, bin ich natürlich ein bisschen traurig. Weil das wäre so geil gewesen. Und ja, Mann. Ja, Mann. Uno mit Little Big. Das ist so gut. Ah, warte mal, ich habe ein Seil. Ah, ne, ich hätte das Seil installieren müssen, ne? Ah, warte mal. Dann komme ich da hoch. So. Geil. Dieses Spiel ist so geil gerade. Gut. Nice. Dann machen wir das nochmal hoch. So.
Ja, also wie gesagt, meine Lieblingsband ist dann leider nicht mehr dabei. Was aber kein Problem ist, also ich sag jetzt nicht, böse, alles oder so. Sondern es ist für mich verständlich, dass sie nicht da ist, weil wir eben diese jetzigen, ja, die Pandemie haben. Und es ist mir lieber, dass es nicht stattfindet. Weil wir wissen ja, wie Menschen sind. Und in vielen Ländern, auch in Deutschland mittlerweile, es ist nicht so ganz klar, dass Corona eigentlich nicht so geil ist. Nur das Gefühl, einige wenige sind so sicher. Ja, genau. A Song Request? Ja. Wir könnten ja mal, ich weiß nicht, wenn Interesse besteht, wir könnten ja mal uns die Songs mal angucken und dann kann ich auch mal sagen, was ich davon halte. Oder so. Wir können uns das ja mal überlegen. Da. Erstmal Eisen. Oh, wir haben nur einen Eisenbarren. Das ist ja mies. Mhm. Ist der... Wo ist der jetzt rübergegangen? Okay, wir haben vier Eisenbarren. Uns fehlt aber noch was, ne? Ja. Ein Spiralseil. Okay. Das kann da rein. Letztes Jahr war besser. Ja, ich hab mir ja auch die Songs alle angehört. Und ich finde auch, letztes Jahr war es ein bisschen besser. Aber das ist halt immer, ne, das ist halt immer so die große Frage, ja. Was für Leute auftreten, wie die sich verkaufen und sowas. Und ja. Dieses Jahr war es recht mau, bis auf Uno. Als ich das gesehen habe, ich bin ausgeflippt. Also für mich halt. Weil ich die schon super lange verfolge. Und ich, das sind halt so ein bisschen, das ist so die Gruppe, wie soll ich sagen? Das ist so ein bisschen die Antwort, falls jemand die Antwort kennt. Die Antwort nur in Russisch. Und das finde ich so geil an der Band. So, jetzt habe ich ein Seil mehr. Jetzt kann ich das Ding hier bauen. Okay. Hier ist Eisenerz. Oh, jetzt habe ich Eisenerz. Ich glaube auch, dass Uno gewonnen hätte, einfach nur, weil die so verdammt berühmt sind. Weil die einfach ein YouTube-Phänomen sind. Wobei man sagen muss, die Frage ist, wie empfinden das andere? Das ist halt auch wieder so eine politische Sache, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor ein paar Jahren, da hat ja die Ukraine gewonnen, ne? Das war ungefähr die Zeit von den Anfängen der Ukraine-Krise. Und ich saß damals, saß ich vorm Fernseher und ich habe zu meiner Freundin gesagt, du... ein bisschen glitschy hier. Und ich habe zu ihr gesagt, du, weißt du was, ich wette mit dir, die Ukraine gewinnt dieses Jahr. Ja, oder Toy. Ja, gut. Man muss aber auch zugeben, Toy war kein schlechtes Lied. Nur, es ist halt immer das Gleiche. Es ist halt immer muss es politisch werden. Alles klar, fall runter. Brech dir die Nose. Also, ich denke mir halt immer, Musik soll doch nicht am politischen Geschehen irgendwie gemessen werden. Okay, ich komme irgendwie nicht so ganz hoch. Ich weiß auch noch nicht, wie ich am besten hochkomme. Ja, ESC ist größtenteils häufig politisch, doch. Ich denke mir halt immer nur, ja, wo ist dann musikalische Qualität? Also wo spielt das denn überhaupt noch eine Rolle? Ne? Also für mich ist es wirklich diese Musikalität, die verloren wird. Gute Musik, wie gesagt, wird nicht von der Politik entschieden. Oh nein.
Thank you.